Inmitten einer überwältigenden Zahl von Galaxien befindet sich unsere kosmische Heimat mit einem Durchmesser von etwa 100.000 Lichtjahren, das Milchstraßensystem. Eine Ansammlung von etwa 200 Milliarden Sternen, Gas- und Staubwolken, angeordnet in einer rotierenden, scheibenförmigen Struktur, mit Spiralarmen und mit einem schwarzen Loch von etwa 4 Millionen Sonnenmassen im Zentrum. Doch zur genauen Struktur und Dynamik unserer Galaxis sind noch viele Fragen offen. Denn weil wir uns selbst in dieser Scheibe befinden, bleibt uns ein Überblick von außen verwehrt. Doch nun beginnt eine völlig neue Ära der Vermessung der Milchstraße mit dem Weltraumobservatorium Gaia. Wir erwarten und hoffen, dass wir mit diesem Projekt einen dreidimensionalen Live-Einblick in die Struktur der Milchstraße bekommen, so wie das Röntgengerät es seit 100 Jahren für den menschlichen Körper ermöglicht. Ich glaube, Gaia wird eine unglaubliche Goldmine astronomischer Informationen erschließen. 3, 2, 1, Top, Décollage. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Astroviews von Sterne und Weltraum. Sie haben wahrscheinlich vor kurzem auch ganz fasziniert sich diese Bilder angeschaut vom SOHO-Sonnenobservatorium und haben auch wie wir mit ansehen müssen, dass sich unser vermeintlicher Jahrhundertkomet Ison quasi in nichts aufgelöst hat. Aber es gibt ein kleines Trostpflaster und das Trostpflaster sehen Sie hier, sieht auch hübsch aus, das ist der Komet Lovejoy. Der ist immerhin auch schon mit einem Fernglas im Moment sehr leicht zu finden. Und wie Sie das machen können, das verrät Ihnen die Webseite, die gerade unten eingeblendet ist. Unser Abstecher zu Kometen führt uns tatsächlich gleich zurück zu unserem Hauptthema. Denn überlegen Sie mal, wie wird ein Komet eigentlich entdeckt? Nun, er verrät sich dadurch, dass er sich vor dem Sternenhimmel-Hintergrund bewegt. Die Sterne bilden also offensichtlich eine perfekte Referenzkulisse, unabänderlich für alle Zeiten. Aber man möchte fast mit Galilei antworten, sie bewegen sich doch. Und die Hauptaufgabe von Gaia ist die Bestimmung der Positionen und Bewegungen der Sterne, die sogenannte Astrometrie. Und dass Sterne nicht wirklich stillstehen, das hat übrigens als erster jemand entdeckt, dessen Namen man eigentlich mit Kometen verbindet. Stellen Sie sich vor, Sie könnten 400 Jahre in der Zeit zurückreisen, um mit Galileo Galilei über Astronomie zu reden. Schwarze Löcher oder ferne Galaxien wären ihm zwar fremd, aber über Sternbilder könnten Sie gut mit ihm sprechen. Denn diese sahen vor 400 Jahren nicht anders aus. Kein Wunder, dass man schon in der Antike von Fixsternen sprach, im Gegensatz zu den wegen ihrer langsamen Bewegung als Wandelsterne bezeichneten Planeten. Doch in Wahrheit sind die Sterne natürlich nicht fest an einer Himmelssphäre montiert, sondern sie bewegen sich im Raum. Und das durchaus mit beachtlichen Geschwindigkeiten von vielen Kilometern pro Sekunde. Ohne aufwendige Messungen bemerken wir davon jedoch nichts, denn selbst der nächste Stern ist etwa 4 Lichtjahre von der Erde entfernt und dies sind bereits unvorstellbare 40 Billionen Kilometer. Selbst relativ nahe Sterne, die sich senkrecht zu unserer Blickrichtung bewegen, benötigen Hunderte von Jahren, um am Himmel einen scheinbaren Vollmonddurchmesser zurückzulegen. Am Beispiel des großen Wagens kann man zeigen, über welche riesige Zeiträume man mit bloßem Auge beobachten müsste, um eine deutliche Veränderung der uns vertrauten Figur zu bemerken. Es war der vor allem durch seine Kometen bekannte Astronom Edmund Halley, der durch Vergleich mit antiken Aufzeichnungen 1717 als erster bemerkte, dass sich die Sterne zumindest über lange Zeiträume bewegen. Diese Verschiebung eines Sterns senkrecht zur Blickrichtung bezeichnet man als Eigenbewegung. Um die wahre Bewegung eines Sterns im Raum zu bestimmen, muss man jedoch auch jenen Anteil an der Bewegung messen, der in Richtung der Sichtlinie erfolgt, die sogenannte Radialgeschwindigkeit. Dazu nimmt man das Spektrum eines Sterns auf, das heißt, man zerlegt sein Licht in seine unterschiedlichen Farbanteile vom kurzwelligen blauen Licht bis hin zum langwelligen roten Licht. In diesem Sternspektrum findet man auch solche Linien.
Sie sind wie ein Fingerabdruck des Sterns, denn sie stammen von bestimmten Elementen oder Molekülen in der Sternatmosphäre. Die Position solcher Spektrallinien, wie zum Beispiel die des Wasserstoffs, ist genau bekannt. Bewegt sich der Stern jedoch auf uns zu, sind die Linien zu kürzeren Wellenlängen hin verschoben. Bewegt er sich von uns weg, sind die Linien ins Rote verschoben. Die Messung dieser Verschiebung liefert uns also die Radialgeschwindigkeit. Diese durch Bewegung verursachte Linienverschiebung nennt man Doppler-Effekt und es handelt sich dabei um die optische Variante des vom Schall her bekannten Phänomens. Der Ton eines sich nähernden Autos ist höher, also zu kürzeren Schallwellen verschoben, und beim sich entfernenden Auto tiefer, also zu längeren Schallwellen verschoben. Mit der Bestimmung der Eigenbewegung und Radialgeschwindigkeit kennen wir jetzt also die wirkliche Bewegung eines Sterns im Raum. Was uns jetzt zu unserem Glück noch fehlt, ist natürlich eine genaue Entfernungsbestimmung. Und die war und ist eine echte Herausforderung für die Astrometrie. Einige Sterne fielen mit einer relativ großen Eigenbewegung von einigen Bogensekunden pro Jahr auf. Einer dieser Schnellläufer, der Stern 61 Cygni im Sternbild Schwan, war deshalb Ziel einer historisch bedeutenden Beobachtung des Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel im Jahre 1838. Bessel deutete die schnelle Eigenbewegung des Sterns als Hinweis auf einen vergleichsweise geringen Erdabstand und hielt deshalb eine Entfernungsbestimmung für erfolgversprechend. Für seine Messung nutzte er die Parallaxe. Relativ zu einem festen Koordinatensystem oder im Vergleich zu sehr weit entfernten Sternen sollte ein naher Stern eine kleine Verschiebung zeigen, wenn man ihn von zwei verschiedenen Standorten aus beobachtet. Aus der Darstellung ist unmittelbar ersichtlich, dass der Effekt umso leichter zu messen ist, je näher das Objekt ist oder je größer die Basis ist. Die größte Basis, die uns ganz ohne Aufwand zur Verfügung steht, ist der Durchmesser der Erdbahn um die Sonne, 300 Millionen Kilometer. Der Umlauf der Erde um die Sonne spiegelt sich folglich in einer periodischen Verschiebung eines Sterns wider. Bessel konnte bei 61 Cygni eine Parallaxe von etwa 0,3 Bogensekunden messen. Trotz der großen Basis ein winziger Wert. Diese Meisterleistung der Messgenauigkeit für die damalige Zeit ergab für die Entfernung des Sterns einen Wert von 10 Lichtjahren. Bessel machte damit den Anfang, unsere kosmische Umgebung in unserer Galaxis wirklich zu vermessen. Tja, mit seinem gemessenen Wert von 10 Lichtjahren für die Entfernung von 61 Cygni, da lag Bessel richtig gut, denn mit modernen Methoden kommen wir etwa auf 11,4 Lichtjahre. Um nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, wie wahnsinnig genau man da messen muss, nochmal hier die Illustration folgendermaßen. Sie sehen hier das Bild des großen Wagens, das hat am Himmel etwa 25 Grad scheinbaren Durchmesser. Ein Grad am Himmel entspricht etwa zwei Vollmondscheiben oder zwei scheinbaren Sonnendurchmessern. Nehmen wir mal die Sonne, hier ein schönes Bild vom letzten Jahr, vom Venustransit, über den wir ja in der ersten Folge der Astroviews berichtet haben. Und also die ganze Sonnenscheibe ist ein halbes Grad am Himmel. Das heißt, das sind 30 Bogenminuten. Und der schwarze Fleck da, die Venus, die hat tatsächlich etwa eine Bogenminute scheinbaren Durchmesser. Und diese eine Bogenminute, die unterteilt sich jetzt eben nochmal in 60 Bogensekunden. Und Bessels Messung war so genau, dass er eben 0,3 Bogensekunden Parallaxe feststellen konnte. Das ist schon fantastisch. Jetzt aber zu Gaia und was uns dieses Observatorium wirklich bringt. Zunächst mal folgende Überlegung. Ein Stern, der 100 Lichtjahre entfernt ist, hat folglich eine Parallaxe von 0,03 Bogensekunden. Ein Stern, der 1000 Lichtjahre entfernt ist, von 0,003 Bogensekunden. Und was wir mit Gaia jetzt messen können, das sind Werte, die sind teilweise besser als 0,00003 Bogensekunden. Also besser als 30 Mikrobogensekunden.
Schon der berühmte Astronom Friedrich Wilhelm Herschel schloss aus der Verteilung der mit seinem Teleskop sichtbaren Sterne auf eine scheibenförmige Struktur der Galaxis. Dieser Schluss war zwar richtig, jedoch konnte er nicht wissen, dass praktisch alle Sterne, die er für seine statistischen Analysen zählte, nur zur lokalen Umgebung der Sonne gehören und unser Sonnensystem tatsächlich ca. 26.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt ist. Leider hat auch die Parallaxenmessung mit erdgebundenen Teleskopen nur eine Reichweite von 100 oder bestenfalls 1000 Lichtjahren, denn die Genauigkeit leidet unter den Störungen der Erdatmosphäre. Eine erhebliche Verbesserung trat erst 1989 mit dem Astrometriesatelliten Hipparcos ein. Doch mit Gaia erfährt die Astrometrie in Qualität und Quantität nun geradezu eine Revolution. Um es ganz kurz zu sagen, der Fortschritt zwischen Gaia und Hipparcos liegt in 25 Jahren allgemeiner technologischer Entwicklung. Der wesentliche Fortschritt besteht aus zwei Teilen. Zum ersten beobachtet Gaia 1 Milliarde Sterne, das ist 10.000 Mal so viele wie Hipparcos. Zum zweiten beobachtet und misst Gaia 20 bis 50 Mal so genau wie Hipparcos. Mit Projektkosten von über 700 Millionen Euro ist Gaia für die Europäische Weltraumorganisation ESA ein großes und wichtiges Projekt, eine sogenannte Cornerstone, also Eckstein-Mission, die entsprechend viele Partner hat. Die Partner am Projekt sind zunächst einmal die europäischen Astronomen, die die Daten haben wollen und die auch dafür arbeiten, dass diese Daten gewonnen werden können und ausgewertet werden können. Dann die Europäische Raumfahrtorganisation ESA, die sowohl das Projekt organisiert als auch den größten Teil finanziert. Und zum anderen die europäische Raumfahrtindustrie, die Gaia zusammen mit den Astronomen und der ESA entwickelt und gebaut hat. Dabei besteht das wissenschaftliche Konsortium zur Entwicklung von Gaia und zur Auswertung der Daten aus 450 Astronomen und Softwareentwicklern. Der Name Gaia stand für Globales Astrometrisches Interferometer für die Astrophysik und beschrieb das ursprünglich geplante Messprinzip. Der Name Gaia ist zwar bis heute geblieben, doch das Messverfahren hat sich geändert und basiert auf zwei Teleskopen mit je 1,5 x 0,5 Metern Hauptspiegeldurchmesser als lichtsammelnde Fläche. Gaia hat zwei Teleskope, die gleichzeitig an den Himmel schauen, in 206 Grad am Himmel voneinander entfernten kleinen Feldern. Das ist wichtig für die Astrometrie. Aber das Licht dieser beiden Teleskope wird auf dieselben Lichtempfänger, also auf dieselbe Kamera geworfen. Und dort ist eine Vielzahl von Detailinstrumenten angebracht. Der Hauptteil macht die Astrometrie, also die Positionsmessungen. Nebenbei gibt es noch ein paar Kalibrations- und Eichinstrumente und ein feines Helligkeitsmessinstrument in verschiedenen Wellenlängenbereichen sowie einen Spektrographen, der das Licht der Sterne in seine einzelnen Wellenlängen zerlegt und dadurch nochmal weitere Analysen ermöglicht. Zu all diesen Komponenten, die durchaus an andere Observatorien erinnern, kommt bei Gaia aber noch etwas hinzu. Eine ganz wichtige Komponente an Gaia ist aber das ungeheuer feine Lageregelungssystem. Auf Gaia darf es keine einzigen beweglichen Teile geben, weil sonst der Satellit rütteln würde. Ganz fein rütteln, tausendstel Millimeter rütteln, würde bereits die Messungen von Gaia, die Positionsmessungen, völlig verderben. Natürlich geht es primär um die Messung der Sterne, aber dafür muss Gaia selbst ständig genau vermessen werden. Wir haben vor, dieses 3 Meter große Instrument, alle seine optischen Teile zueinander und die ganzen CCD-Empfänger in der Kamera relativ zueinander auf weniger als einen Atomdurchmesser genau zu vermessen. Ebenso genau bestimmt werden muss die langsame Bewegung von Gaia im Raum über die Missionsdauer von 5 Jahren, denn es gibt keine Referenzpunkte am Himmel, die ihm sagen können, koordinatenmäßig relativ zu diesem und jenem Stern oder zu diesem und jenem Grenzstein am Himmel, das gibt es nicht. Wir müssen die gesamte Geometrie des Teleskops von Gaia auf wenige Pikometer, Milliardstel Millimeter, genau Eichen. Und damit kann das Hauptziel von Gaia erreicht werden, nämlich? Hauptsächliche Ziel von Gaia ist tatsächlich eine große Menge
von sehr genauen astrometrischen Messungen zur Verfügung zu stellen. Also von Entfernungen, Positionen und Bewegungen der Sterne und einiger anderer Objekte. Dahinter stehen wissenschaftliche Fragestellungen, die in jeden Winkel der Astronomie hineinleuchten. Gaia wird ganz wesentlich sein für fast jedes Forschungsgebiet der Astronomie. Zentraler Aspekt ist natürlich die genaue Erfassung der Struktur unserer Galaxis und des Zusammenspiels der gravitativen Kräfte von Sternen, Gas und Staub und der dunklen Materie. Daneben wird Gaia zum Beispiel das Verständnis des inneren Aufbaus und der Entwicklung der Sterne dadurch erheblich fördern, dass wir die Entfernungen sehr vieler Sterne sehr genau kennen und dadurch feststellen können, wie hell sie in Wahrheit sind. Und genau diese Eichung der Helligkeiten wird auch die Erforschung anderer Galaxien befruchten. Zum Beispiel, wenn es um deren Entfernungsbestimmung und die Analyse der Sternpopulationen geht. Doch die Gaia-Daten helfen auch zur Beantwortung von Fragen im kosmologischen Kontext. Zum Beispiel die nach der Rolle der geheimnisvollen dunklen Materie. Gaia wird uns drei Dinge über dunkle Materie sagen. Das erste, wie viel dunkle Materie gibt es in der Umgebung der Sonne? Zweitens, brauchen wir wirklich dunkle Materie? Sind alle Alternativen zur Relativitätstheorie ausgeschlossen? Und drittens, sagt die Theorie voraus, dass unsere Milchstraße von kleinen dunklen Materieklumpen, sogenannten Subhalos, umgeben sind, die dunkel sind und keine Sterne haben, die wir aber durch die Dynamik entdecken können. Und auch für die Thematik rund um die gravitative Wechselwirkung von Galaxien untereinander spielen die Gaia-Daten eine wichtige Rolle. Was wir sehen rund um unsere Milchstraße, außen drumherum sind Sternströme, die Überbleibsel zerrissener Satellitengalaxien sind. Und was wir mit Gaia machen können, ist deren Bewegung tatsächlich genau verfolgen. Und das hilft uns bei zweierlei Dingen. Erstens können wir die Massenverteilung mit Hilfe dieser Ströme in der Milchstraße genau vermessen. Und zweitens wird das uns erlauben, diese Ströme rückwärts zu rechnen und fragen, von welchen Satellitengalaxien kamen die einst. Und schließlich ist Gaia auch für Extragalaktiker interessant, die sich zum Beispiel mit fernen Galaxien und Quasaren befassen. Man kann auch Quasare, insbesondere Quasare, die durch dazwischenliegende Galaxien gelinst worden sind, sehr gut mit Gaia untersuchen, denn deren verschiedene Bilder ändern ihre Helligkeit, was bedeutet, dass im Mittel sich das Bild zu verschieben scheint, was Gaia genau messen kann. Aber Gaia wird sogar jede Menge Exoplaneten, also Planeten um andere Sterne, finden und auch in unserem Sonnensystem zum Auffinden und Erforschen von Asteroiden und Kometen beitragen. Tja, da werden wohl alle Projektbeteiligten so richtig tief durchgeatmet haben nach so vielen Jahren der Vorbereitung, dass der Start am 19. Dezember so erfolgreich verlaufen ist. Im Übrigen erfolgte der mit einer russischen Rakete, aber natürlich im Auftrag der ESA auf dem ESA-Weltraumbahnhof in Französisch-Guyana in Kourou. Gaia wird seine Messungen übrigens vom Lagrange-Punkt L2 aus machen. Dieser Punkt, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, erlaubt ungestörte Messungen, hat also einen Abstand, der groß genug ist zur Erde. Und dieser Punkt hat so einige Besonderheiten, unter anderem folgt das Raumschiff praktisch der Erde bei ihrem Umlauf um die Sonne. Wie das im Einzelnen genau funktioniert, haben wir recht ausführlich erklärt in der Astroviews Folge Nummer 6, wo es um das Weltraumteleskop Herschel ging. Denn Herschel hat auch vom Lagrange-Punkt L2 aus beobachtet. Ja, liebe Zuschauer, wir melden uns schon in Kürze wieder, sehr wahrscheinlich im Laufe des Januars. Und Sie ahnen schon, worum es dann gehen wird. Dann geht es um eine Vorschau auf das Jahr 2014. Da gibt es wieder einige ganz interessante Sachen zu beobachten. Es wird vielleicht auch wieder einiges kommen, was wir im Januar noch nicht wissen. Aber es gibt auch so eine ganze Menge an Ereignissen, die es sich lohnt anzuschauen. Darüber berichten wir beim nächsten Mal. Vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss, bis bald.